Jo, damit herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir sind heute nochmal am Start. Eigentlich sollte ich letzte Folge als wie soll man, wo ist denn Donovan? Ach da, hä? Warte mal, hä? Was, wo, wie, wer wann? Ah. Ich krieg ein Signal von dem Gerät, das du an Frank Paganis Wagen angebracht hast. Er ist also wieder in der Stadt. Und bestimmt ganz wild darauf, deine Bekanntschaft zu machen. Da würde ich drauf wetten. Das Signal ist stabil, den Rest schaffst du allein. Benutzt den Tracker, den ich dir gegeben habe. Bis später. So, finde Paganis Wagen. Scheiße. Ach so, jetzt verstehe ich, warum wir da nicht rauskommen. Shit, das war natürlich der Plan an der Sache. Ich meine, dahin sind Feinde, ne? Das könnte theoretisch das Gebiet sein. Wie schwierig war das jetzt? Oh, Alter. Naja. Shit. Hey, kein Problem, wir kriegen ja die Mütter wieder. Ich weiß, wo das Auto ist. Weil da so viele Feinde sind. Fahr doch. Scheint der richtige Ort zu sein. Lass uns diese Ficker hier am Hafen platt machen. Alles klar. Wir kommen gleich rüber. Dann auf. Wie in der verdammten Schießbude. So, jagt mal. Fangt mal an ein bisschen. Alles easy, das war klasse! Da, wo das herkam, gibt's noch mehr! Tür ist offen. So. Was dachtest du denn, wie das hier läuft? Paganin kommt. Geh weg, geh weg, geh weg. Na, mal sehen, ob du es noch drauf hast, Frank. War mir klar, dass der jetzt kommt. Guck mal, wie früh der schon wieder. Weg, wie wir hier rauskommen. Keine
Gut, dass ich ein relativ schnelles Auto habe. So, deinen Typen haben wir da mal. So. Das ging aber schnell, Kollege. Interessante Wendung. Töte Pagani, Ausführung abgeschlossen. Sieh an. Ab jetzt gibt's kein Zurück mehr, was? Dies ist unser erster Schritt, um Arcano zu brechen und die Stadt zu übernehmen. Ich höre mir an, was ihr zu sagen habt, aber ich entscheide, wer was bekommt. Und diese Entscheidung steht dann. Deine Entscheidung? Also ehrlich, deine Entscheidung stand schon, als du meine Leute losgeschickt hast, um diese Läden zu erobern. Da gibt's nichts zu diskutieren. Also, das stimmt nicht ganz. Weil ganze Stadtteile zu vergeben ist was anderes, als ein paar Ganoven auf den Laden loszulassen. Nur mal so. Wäre mir neu, wenn sie dem Stadtteil was zu holen gäbe. Aber egal. Deswegen meine ich trotzdem, dass ich diesen Bezirk kriegen sollte. Du hast die Geschäfte in diesem Bezirk schon verteilt, aber du musst den Bezirk selber einem deiner Unterbosse zuweisen. Der Unterboss, dem den Bezirk überlässt, bekommt auch automatisch die Kontrolle über die Geschäfte. Wenn du einen Unterboss einen Bezirk überlässt, schaltet das nicht nur mehr Gefallen und einen höheren Kickback frei. Es steigert auch dessen die Loyalität über. Deine Unterbosse können es dir übel nehmen, wenn du sie keine Bezirke zugewiesen bekommst, was später unangenehme Konsequenzen haben könnte. Aber wenn du wirklich das Maximum aus deinem einzelnen Unterboss rausholen willst, musst du schwere Entscheidungen treffen. Du hast mir bisher vertraut, Lincoln. Wäre doch dumm, den Kurs jetzt zu ändern. Hier gibt's nur einen klugen Zug, Partner. Wir haben einen langen Weg vor uns. Fang nicht schon falsch an. Wir reden vom... Du weißt, dass ich damit klarkomme. Fällt mir nicht leicht, jemand. Gib einem Krüppel eine Chance. Ich bin hier, ganz egal, wie lang es dauert. Lass mich hier nicht warten, spuck's schon aus. Cassandra. Ich würde sagen, dieses Gebiet ist perfekt für Cassandra. In Ordnung.
Ich sorge dafür, dass unsere Leute alles zwischen dem Holle und hier koordinieren. Wenn du es so siehst, gut. Aber den nächsten Distrikt bekomme ich, klar. Ich werde einfach in aller Ruhe abwarten, bis einer von euch Arschlöckern Scheiß baut. Ihr seid gewarnt. Das war's für jetzt. Ich melde mich, wenn ich was brauche. So. Gut. Ja, gut, einen Gefallen haben wir weiterbekommen, das ist immer gut. Dann brauchen wir nicht die Kohle für rauszuwerfen. Bärlich und Neger. Ja, bewusst, ich habe das so gesagt, weil die Folge tatsächlich so heißt. Also, wie gesagt, das ist nicht von mir, sondern wir haben tatsächlich weiter. Gut, was haben wir als nächstes? Ja, bewiesene Bestechung. Gut. Gut, gut, gut. Aber wir können tatsächlich hier ein bisschen quatschen, ne? Welche Leute? So, also, was haben wir als nächstes auf Aufgaben? So, trifft sich mit Donovan, okay. Habe ich kein Auto? Na gut, dann muss ich halt das nehmen, was hier steht. Sondern einfach so. Naja, ich kann nicht kein Auto klauen. Thorson, Pagani hat ja alles über seinen alten Carpo Tom Meccano erzählt. Oder verraten, was er wusste. Nur seine Zeit, den Weg zu Thorson zu malen und den Wichser persönlich zu stellen. Ja. Carpo Tom Meccano. Du denkst Meccano zuerst aus dem Weg zu räumen, mit bestimmten Schockwellen die Zellen zu überbrechen und Hero schicken und vielleicht dafür sorgen, dass Meccanos Gefolgschaft ihren Treuschuhe zu selber denkt. Ah, wir haben einen neuen Story-Auftrag. Glücksspiel. Perfekt. Gut, gut. Einen weiteren Story-Auftrag haben wir gekriegt. So.
Ja, du, das sind jetzt wieder nächste Mission. Da müssen wir jetzt die komplette Gebiete durch. Ja. Aber wie soweit? Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, beziehungsweise dann in der nächsten Aufnahmesession auch. Oh, bei Mafia 3. Und dann. Ja. Und dann machen wir Feierabend. Und dann gucken wir mal, wie sich die ganze Story noch hier so entwickelt. Ne? Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.